Willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Wir brauchen Wasser und Nahrung und dann machen wir uns mal auf den Weg und wandern ein bisschen durch die Wälder zu dem Einsiedler. Da hinten haben wir auch noch. Achso, da wollte Alvin, dass wir hingehen, ne? Wegen seinem Wasserschlauch. So, erstmal was trinken. Dann schauen wir mal. Wir haben noch jetzt hier unser schönes Fleisch mit Soße. Sehr schön. Zwei Stück und wir sind gut genährt. Und so starten wir dann unsere Reise. Dann gehen wir da hinten über die Brücke rüber. Wir können ja mal gucken. Ich kann doch bestimmt... Ach guck mal, Fertigkeiten haben wir auch schon wieder neue. Diplomatie. Kenntnisse. Aha. Fertigkeit durch diplomatische Aktivitäten. Okay, das erste ist halt einfach immer, dass man das ein bisschen schneller... Ich mache das auch. Und hier haben wir noch Überlebenskenntnisse. Da haben wir schon einen Punkt. Unempfindlich in Arbeit. 2 Grad bessere Temperaturtoleranz. Wäre vielleicht für den Herbst interessant, wenn dann der Winter kommt. 15% größere Widerstandsfähigkeit gegen Vergiftung. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Erfassung von Pilzen, Federn und Kräutern im Entdeckermodus. Könnten wir jetzt machen, weil wir Stufe 2 sind. Stark wie eine Eiche, 10% mehr Gesundheit. Ich würde einfach erstmal hierbei bleiben, dass wir da so schnell wie möglich dann Punkte sammeln. Weil Federn und sowas und Kräuter, so weit sind wir ja noch gar nicht, dass wir Pfeil und Bogen herstellen können. Also brauche ich das, glaube ich, auch noch gar nicht. Achso, ich wollte eigentlich einmal ins Journaly und dann hier, das war das, ne? Sprich mit Sambor. Dann verfolgen wir die mal. Das müsste, ja, das ist der auch. Da oben, habe ich mir gedacht. Sehr gut. Das hätte nur der oder die anderen beiden, aber bei dem anderen waren 2, ne? Wenn du hier guckst, da sind nämlich 2 Leute. Dann ist das ja nicht wirklich Einsiedler. So, dann schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier noch irgendwie unterwegs ausgeraubt werden kann oder so. Weil wir haben ja gehört, dass unser Onkel angeblich ausgeraubt wurde. Und sich aber noch verteidigt hat. Aber wir können ja auch gar keine Schwerter oder sowas herstellen. Ich weiß nicht, müssen wir mal schauen. Weil diese verlassenen Karren hier auch. So. Borovo. Borovo ist da drüben, ne? Genau, das ist das auf der anderen Seite. Da müssen wir nicht lang. Wir müssten quasi diesen Weg da jetzt hoch. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch Schilf. Könnten wir auf dem Rückweg eigentlich ein bisschen was mitnehmen. Was haben wir denn allgemein so im Inventar? 10 Kilo können wir noch mitnehmen. Ja, hier, guck mal hier, die Fleisch mit Soße frisst ganz schön. Die Zwiebeln, die müssten wir mal wegpacken. Auch 5 Kilogramm. Naja, jetzt haben wir sie dabei. Da kann ich jetzt gerade nichts ändern. Es würde sich jetzt nicht lohnen, nochmal umzudrehen. Es wird auch bald dunkel. Wenn ich da oben hier die Leiste so angucke. Ich habe eigentlich nicht so große Lust, hier auf irgendwelche wilden Tiere in der Nacht zu stoßen. Ah, es macht aber Spaß. Das ist schön hier. Also können wir die Musik mal eben ein bisschen lauter machen? Nein, hat er nicht gespeichert. C. Yeah. Voll auf Wanderung. Cool. Ein bisschen gruselig finde ich es ja schon, aber trotzdem irgendwie auch schön. Gruselig, aber nur weil ich weiß, dass hier Wildtiere sind.
Ist aber schön der Weg hier, ne? Da unten liegt was. Ein Karren. Kommen wir da hin? Können wir uns ja mal angucken. Oh. Der scheint hier durchgebrochen zu sein. Ist das? Ein Trinkschlauch. Aha. Oh, da ist ein Pfeil. Der wurde angegriffen. Eisenbolzen? Eisen? Ah, eine Haube. Okay. Haben wir hier noch mehr? Da liegt noch was. Münzen. Eine Münze. Wow. Da ist noch ein Bolzen. Haben die jemanden gejagt? Wenn ja, wo ist der hin? Ich guck nur, vielleicht sieht man hier ja irgendwo jemanden. Nicht, dass hier jemand Hilfe braucht. Da ist ein Hase. Okay, aber jetzt... Einen Menschen oder so sehe ich hier gerade nicht. Hier hätten wir wieder Bären. Die lasse ich jetzt mal Bären sein. Aber cool, dann haben wir so eine Haube. Warte mal, können wir die denn nicht gleich aufsetzen? Da, Haube. Hitzeschutz plus 10% und 5 Kälteschutz. Ja, ist doch schon mal super. Eine einfache Leinenhaube. Sie kann in der Näherei gecraftet oder gekauft werden. Zieh mal an. Okay, aber cool. Es gibt anscheinend dann auch so kleine Hotspots, wo ein bisschen was passiert ist. Ich mag sowas, ja. Ein bisschen Geschichte, sich da selber reindenkt. Was könnte da passiert sein? War er auf der Flucht? Oder was hat er gemacht? Also jetzt sollten wir uns aber ranhalten. Es wird nämlich dunkel. Und wir dürfen nicht vergessen, es ging ja anscheinend um einen Wolfsrudel. Dementsprechend sollten wir vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein hier. Ich weiß jetzt nicht, wo er das Wolfsrudel gesehen hat. Da steht ein Wolf. Okay. Er bemerkt uns aber nicht. Ach, hier ist er schon. Hat aber... Ach, guck mal, der hat das andere Dach, ne? Der hat diese... Okay, cool. Eimer? Nee, stehlen will ich nicht. Hi, Keule. Schön hast du es hier. Nochmal, wir packen mal den Speer weg. Samboa. Wer bist du? Was willst du? Ja, wer bin ich? Was will ich? Ich bin Rikimir, Lordans Neffe. Ich hörte, Sie haben Bedenken bezüglich der Wölfe. Ich bin Rikimir, ein Freund des Kastellan. Er möchte... Ja, hier, wir sind Lordans Neffe. Vielleicht hat er ja auch irgendwie mit Lordan zu tun gehabt. Lordan, ein großer Mann und es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben. Wenn du nur halb der Mann bist, der er war, bist du vielleicht meiner Zeit wert. Also, worum geht es? Also wegen der Wölfe. Es gibt zwei Rudel, die zu schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebene zwischen Hornica und Gostovia durchquert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in Unigotz... verfaultes Fleisch beißen werden. Das andere versammelt sich um die Seen im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Denisea kommen werden. Sollen wir sie töten?
Ein Rudel töten, dazu bräuchtest du eine große Jagdgesellschaft. Und selbst dann würdest du viele gute Männer verlieren. Nein, die Dorfbewohner sollen alarmiert werden und vorbereitet sein. Sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Unigots Geschichte Teil 1. Zeig mir deine Waren. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter haben wir, findest du nicht? Ich denke, es ist in Ordnung. Etwas zu warm für meinen Geschmack. So, Moment Zeit. Die Arbeit ist das Haar. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Ja. Zeig mal deine Waren. Oh, guck mal, wir könnten uns einen Bogen kaufen. Hätten aber keine Pfeile. Könnten wir uns aber auch kaufen. Soll ich das machen? Tja. Ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen, bis wir einen Bogen selber uns herstellen können. Warte mal, erstmal, hier kommen die drei Dinger, Eisenbolzen. Die kannst du haben. Dann haben wir nämlich Zwiebeln 1. Ich guck mal hier die 7. Okay, die Preise bleiben gleich. Jetzt könnten wir uns einen Bogen leisten und ein paar Pfeile. Ich guck mal nur eben. Ich werde jetzt gehen, auf Wiedersehen. Wo ist denn hier Technologie? Wo kriegen wir denn einen Bogen? Jetzt schuppen hier nicht, hier wahrscheinlich bei Jagdhütte, ne? Ach guck mal, da brauchen wir aber noch ordentlich Punkte, bis wir uns selber einen Bogen machen können. Und dann müssen wir den selber noch für 100 kaufen. Tja, nee, ich lasse es aber lieber. Oder? Warte. Ah, ja, ich weiß es nicht. Wann können wir die Näherei machen? Scheune, Hühnerstall, Schweinehaus, Gästehaus, Pferche, Kuhstall, Werkstatt, Näherei. Leinfaden, Tasche. Da können wir uns dann Sachen herstellen. Sowas zum Beispiel. Handschuhe, Pelzschuhe. Oh, das ist aber noch ganz schön teuer dann alles auch, ne? Nee, komm, dann behalten. Wir haben ja unser Speer momentan noch. So, wir können mal einmal unsere Fackel rausholen. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Jetzt müssen wir halt voll durch die Nacht latschen. Beides kann ich nicht rausholen, ne? Nee. Aber man kann ja mit der Fackel hier so wusch wusch machen. Vielleicht hält das die Wölfe ab. Jetzt ist es auch noch so ruhig. Wo ist der Wolf? Nicht? Der war doch hier irgendwo in der Nähe, oder? Irgendwo stand er auf dem Hügel. Vielleicht ist er auch weitergezogen. Also mir soll es recht sein. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem Wolf tanzen. Ich sehe ihn aber nicht. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon vorbei, ne? Ja, hier ist der Wagen runtergefallen. So dunkel ist das gerade auch gar nicht, ne? Oder wirkt das nur so? Ah, es geht. Okay, aber ich glaube, es ist alles gut. Hm.
Dann nehmen wir uns gleich unten noch so ein bisschen Stroh mit. Falls wir oben uns ein neues Haus machen wollen. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Und dann mal gucken, ob wir da irgendwie jemanden dazu bewegen können, bei uns mitzumachen. Bei unserer kleinen Gesellschaft. Stroh haben wir hier unten ja mehr als genug gehabt erstmal. Ich bin gespannt, wenn der Jahreswechsel vollzogen ist, also quasi wenn der erste Frühling kommt, ob dann die Bäume und das Schilf wieder neu spawnen oder ob es hier eine, ja quasi, ob es dann keine endlosen Ressourcen gibt. Also Krokodile gibt es hier hoffentlich nicht. Es gibt auch keine Fische, ne? Wie soll man denn fischen? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier so mit dem Speer schön irgendwie uns ins Ufer stellen könnten auch. So, dann machen wir danach nämlich erstmal einen kleinen Abstecher zu uns nach Hause. Packen dann ein paar Sachen ins Inventar und dann gehen wir nochmal zurück ins Dorf. Dann sollte auch der nächste Tag eigentlich sein. Und dann sprechen wir nochmal mit dem Kaplan. Und dann können wir ja auch nochmal versuchen zu flirten. Aber auf jeden Fall, dass wir ein bisschen mehr Inventarplatz haben. So, würde das denn Sinn machen? Jetzt einfach geradeaus? Könnten wir machen, ne? Einfach hier geradeaus durch den Wald, dann kommen wir da an die Kreuzung und da müssen wir dann abbiegen. Können wir ja mal machen. Den Weg sind wir, glaube ich, noch nicht gegangen. Ich dachte, ich habe was gehört. Warte mal, jetzt mache ich aber die Musik mal wieder ein bisschen leiser. So. Die ist gerade so dramatisch. Bin ich nicht für gemacht. Gib mir gleich die Pumpe. Ist auch noch hier so mitten in der Nacht im Wald und dann so eine Mucke. Aber nicht der Bach, den wir lang gelaufen sind, oder? Das ist ein anderer Bach. Gott. Aber ich glaube, wenn Wild hier ist... Ach doch, das ist der Bach, gucke. Ich gehe jetzt trotzdem mal den Weg lang. Wenn Wild hier ist, dann sind wir relativ safe, ne? Weil ich glaube, wenn Wild da ist, dann sollten keine Wölfe in der Nähe sein. Vielleicht ist das ja so ein bisschen Orientierung. Oder ein Indiz dafür. Ich weiß es nicht, wie sich die Natur hier verhält. Vielleicht ist das Wild auch strohdoof und bleibt einfach stehen, wenn die Wölfe kommen. Ach, hier kommen wir direkt an. Ja, okay, nee, dann können wir auch durchlaufen. Ja, so eine Holz, so eine Schaufel könnten wir uns eigentlich mal kaufen, ne? Dass wir die herstellen. Dann gucken, was wir hier mitmachen können. So, Home Sweet Home, da sind wir schon. Leider nicht in Alabama. Da. Ist das hell auf einmal? So, Fleisch mit Soße können wir auch ein bisschen wegpacken. Machen wir mal so. Nehmen wir zwei mit. Zwiebeln können wir alle wegpacken. Stroh kann auch erstmal alles weg, meinetwegen. Stock. Nicht so viel. Nimmt hier noch irgendwas viel? Zwei. Die Steinaxt, ja okay, aber die ist sowieso bald hinüber. Jetzt haben wir auch den Trinkschlauch. Können wir uns den? 0 von 4. Können wir uns den Trinkschlauch irgendwie auf den Quickslot? Auf die 7? Ja, das klappt. Guck mal. Können wir doch jetzt bestimmt Wasser reinfüllen, oder? Und dann... Ach. Okay, Hasenfalle können wir auch schon wieder eine neue machen. So, dann
Einmal füllen. Cool. Ja, okay, nice. Ja, warte mal. Trinkstoff füllen. Hä? Ja, aber der ist doch voll, oder? Ich glaube, der ist voll. Trink mal sowas. So. Falle, Falle. Oh, ein Stock fehlt. Haben wir hier irgendwo einen Stock? Da liegt einer. So, dann behalten wir den Platz bei. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, machen wir jetzt noch ein Haus? Oder was könnten wir denn noch Crafting? Häuser. Wir könnten uns jetzt noch ein kleines Haus hier hin machen oder so ein Speicher. Das Dorf ist der Lagerplatz für Ressourcen und enthält Ressourcen. Dieser Satz ist so komisch. Enthält Ressourcen, die im Wildschuppen. Die Mini-Jagd der Pferde gesammelt werden. Also ist es quasi, wir packen da die Ressourcen rein und die bedienen sich dann alle da draus? Oder weiß ich nicht. Steinaxt ist gleich kaputt. Haben wir denn noch Steine da? Ich glaube, zwei brauchten wir, ne? Nehmen die mal mit. Für den Fall. Okay, komm, dann besorgen wir uns noch mal ein bisschen Holz. Dann nutzen wir den Abend mal ein bisschen. 10 Stück brauchen wir im Inventar, damit wir so ein Lager machen können oder so ein Schuppen. Okay, kein Bison, keine Wölfe. Und die Axt ist kaputt. Und ich kann keine neue machen, weil Stock. Stock, Stock, Stock. 10 Stück. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und noch ein, da, 10. Okay, dann haben wir unsere Axt wieder. Was? Geh weg. Nicht schon wieder so ein Vieh? Ja, okay, er geht in die andere Richtung. War das der? Ja. Oh. Sehr schön. 3 und da ist die Nummer 4. 10 Stück meinte er, ne? Da sind wir aber bestimmt überladen, wenn wir jetzt 10 Stück mitnehmen. Müssen wir mal gucken, ob wir die überhaupt auf einmal tragen können. Ne? Wir sind jetzt schon überladen. Ich meine, ein bisschen geht noch, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir zu viel tragen, dann können wir uns gar nicht mehr bewegen. Eins, zwei, okay. Boah, ja, wir sind echt langsam, aber wir können uns noch bewegen. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ist es denn sinnvoll, so ein Lager hinzumachen? Wäre es eher sinnvoll, das hier irgendwie im Wald zu machen und dann da das Holz reinzulagern? Ich weiß ja nicht, wie das gemeint ist. Können wir quasi, wenn wir da ein Lager hinmachen, da dann was in Kisten machen, können wir dann in unserer Kiste darauf zugreifen? Das glaube ich schon fast nicht, oder? Da kenne ich mich leider nicht aus. Und die Frage ist, wohin? Vielleicht mal auf die andere Seite?
Auch mit ein bisschen Abstand mal, dass wir hier vielleicht hin, dass wir nicht zu sehr alles zubauen. Also hier so das Bäumchen und so, das würde ich schon ganz gerne alles stehen lassen. Gebäudespeicher. Alter, ist das groß. Okay. Das passt hier gar nicht hin. Hindernisse, die die Baustelle blockieren. Da war's. Boah. Warte mal. Das ist so groß, das Ding. Ich hätte es aber schon irgendwie gerne am Weg dran, ne? Ich weiß nicht, Weg selber können wir jetzt nicht machen, ne? Passt es denn hier hin? Nee. Will er nicht. Zu uneben. Na? Kann ich das hier nirgendwo hinbauen? Nur da in dieser eine Stelle? Das ist ja doof. Echt? Was gibt's denn hier für Hindernisse? Jetzt hier so ein Stein liegt oder was? Aber guck mal, hier ist doch genug Platz. Warum können wir das denn nicht hier hinbauen? Hier würde es gehen. Tja, will ich das? Ja. Ist noch okay, oder? Ja, doch. Kann ich mit leben. So, der braucht aber bestimmt noch einiges an Rundholz, ja. Da werden wir noch mal ein paar Fugen brauchen. Okay, dann holen wir uns mal. 10 Stück hatte ich gerade dabei, damit konnte ich noch laufen. Dann schnappe ich mir jetzt wieder 10. Ich glaube, 2 liegen da ja noch. Ich sehe gerade die Zeit. Vielleicht machen wir auch gleich erstmal eine kleine Pause. Liegen denn die hier noch? Waren hier nicht welche? Sind die weg? Da oben. Guck mal da. Hängt noch ein Baum. 1, 2. So. Und dann fällen wir die beiden Bäume hier noch. So. Ich hoffe, der landet da. Jetzt nicht auf mir. Na? So. Komm her hier. Stöcker bräuchte ich, glaube ich, auch noch. Ich weiß jetzt nicht. In der Kiste habe ich, glaube ich, keine mehr. Da, da, da. So, dann sind wir wieder überladen, aber wir haben ordentlich Rundholz im Gepäck. So, der Tag ist eigentlich auch schon rum. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Diesmal wurden wir nicht irgendwie ins Haus gesetzt. Vielleicht, weil jetzt kein Jahreswechsel stattgefunden hat. Letztes Mal wurde man ja so ins Haus zurückgesetzt. Boah, das ist aber echt langsam. Hunger haben wir auch schon wieder. Da ist ja die Sau. Wenn wir Pfeil und Bogen machen können, dann holen wir uns so ein Ding. Mit dem Speer traue ich mich nicht. Die halten bestimmt ein bisschen mehr aus. Komm, lauf.
Oh, wir können ja hier schon mal ein paar Zweige mitnehmen. Waschen könnten wir uns auch mal, ne? Die eine hat gesagt, wir stinken. Wer seine ganze Kleidung gleich mitwäscht. Schade, dass man hier nicht trinken kann, ne? Okay, wir waschen uns da drin, das ist vielleicht auch nicht so geil, aber man könnte ja einen zweiten davon hinstellen und sagen, ja, den einen nehme ich zum Waschen, den anderen zum Trinken. So. Komm, komm, lauf. Okay, Stöcke haben wir. Na, guck mal, da kommen wir doch gut voran, aber. 10 Rundholz haben. Stöcker bräuchten wir gleich. Die gehen echt weg wie nix. So, unser Puster. Komm, dann sammeln wir mal ein bisschen. Weiter. Haben wir jetzt noch 6 Rundhölzer? Okay, ganz. Ne, 5 haben wir noch. Ganz fertig werden wir nicht werden. Aber es geht wesentlich schneller, als wenn man das ganze Haus aus Holz baut. Und so ein Speicher, da brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt Wärme. Oh, keine Stöcker mehr. Ja, aber cool, dann haben wir hier schon fast unser drittes Gebäude fertig. So langsam kann sich unser, ja, Dorf würde ich es jetzt noch nicht nennen, unser Bauernhof doch sehen lassen. So. Und jetzt bräuchten wir auch neues Rundholz. Das ist aber ein fettes Gebäude, ne? Im Gegensatz zu dem anderen. Gut, aber der nächste Tag bricht an. Ich würde sagen, wir machen uns gleich sowieso erstmal auf in die Stadt und flirten einmal mit der Guten und mit Uniberg, Unigold, ich weiß nicht mehr, dem Kaplar. Sollten wir dann auch einmal sprechen über die Wölfe und einmal ein bisschen futtern. Können wir uns eigentlich noch eins nehmen? Oder komm hier, nimm dir mal 3 mit. Eins essen wir gleich. Wo ist das? So, und dann können wir auch mal was trinken aus unserem schönen Schlauch. Mal gucken, wie das klappt. Gönn dir. Ah, okay. Der Filter aber nicht ganz auf. Okay, das ist echt für einen Notfall, wenn man mal gar kein Wasser in der Nähe hat oder wenn man es echt vergessen hat. Ansonsten bringt das jetzt nicht so viel. Also, ja, es bringt schon was, ne? Aber eine Ladung dann. Na gut, ihr Lieben, ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis dann, bye bye.